Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed 2, wo wir immer noch in Forli sind und wir uns jetzt in dieser Folge um das Assassinengrab kümmern. Aber ich glaube, das Grab war gar nicht drinne, sondern am Ding dran hinten, ne? Gibt es da irgendwo ein Ruderbötchen? Kann man sich mal ein Boot kapern? Gut, ich wollte eigentlich hier bloß drauf springen. Darf mal. Hallo. Ezio. Was ist denn? Ezio ist so doof, ein Boot zu erklimmen. Alles klar. Weil ich dachte mir, wenn ich mal hier bin, kann ich auch kurz mitnehmen. So. Das ist nämlich, glaube ich, hinten gewesen, ne? Ja, war's. Da ist es nämlich. Wer auch immer da den Eingang eingezimmert hat. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hinein in die gute Stube. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht dran. Das Geheimnis von Ravaldino. Rocker, die Ravaldino infiltrieren und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Akzeptieren. Sperrgebiet. Zum Torhaus gelangen. Ach ja, ich glaube, ich weiß, welches Grab das ist. Endlich mal keins, das auf Zeit geht. Also, wo die Zeitquests sind. Hallo, bist du denn bescheuert, Ezio? Meine Fresse, jetzt nach hinten weg da. Gottes Willen. Ich glaube, ich konnte hier durchgehen ohne Zeitlimits. Oh, kann man bitte interagieren? Dankeschön. Okay, es gab doch Zeitlimits. Toll. Ich dachte, das Ding bleibt offen. Wo geht's hier weiter? Wo kann ich einfach durchtauchen? Ach, ich kann einfach durchtauchen, alles klar. Gut. Dann muss doch einem gesagt werden. Checkpoint erreicht. Diese Kletterpassagen sind ziemlich ekelhaft. Gebe ich zu. Oh. Da ist ja unsere erste Wache. Und viele weitere Wachen. Tschüss. Ja, Tadios.
Okay. Ich kann auch eigentlich alle töten. Ein Meme ist ja auch egal, ne? Ist ja auch egal, wenn ich alle töte. Okay, ich lass los. Sei vorsichtig, ich töte, mein Freund. Wir machen es einfach auf die coole altmodische Art und Weise. Wir schlitzen alles. Außer vielleicht das. Da vielleicht nicht lang. Okay, da komme ich auch nicht weiter. Da drüben komme ich her. Das heißt, ich kann bis hier lang. Ach, jetzt auch noch ein Weg. Okay. Ich wollte gerade deinen Freund bringen. So. Was hast du jetzt davon? Ah, hier sieht es auch schon noch kleineren Weg aus. Sehr gut. Und der Genismus. Und das alles nur, um einmal rumzukommen. Das ist nervig. Aber naja, machbar ist es auf jeden Fall. Also rüber da. Bin ich jetzt? Ich bin jetzt ja falsch, ne? Ne, ja, von da fing ich an. Hä? Ich geh ein bisschen lang. Ach, alles klar. Alles klar, okay. Gut. Jetzt war ich gerade für einen Mensch total verwirrt. Aber es geht ja rein, alles klar. Gut, 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 gut. Hi, Kumpel. Und da oben geht's wieder weiter. Grabkammer finden. So, haben wir den schon mal. Willst auch noch sterben? Oh, da ist er ein großer. Was, Cittadino? Ich will mit euch sprechen. Ja, sprich doch mit mir. Okay, er war einfach lost. Aber richtig lost. Ja, war so lost wie, keine Ahnung. In Space und mehr. Naja. Den einen können wir leben lassen.
Grab kann man finden. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß gar nicht, wo ich rein muss. Warte mal, da lang, darüber. Ah, vielleicht da hoch. Wir assoziieren ganz kurz den Weg, bevor ich hier irgendwo was mache. Weil es sieht nämlich danach aus, dass man es so machen müsste. Ja, sieht gut aus. Und dann da rein. Alles klar. Und da oben ist auch der Ausgang. Gut, dann haben wir das Assassinengrab auf jeden Fall gleich beendet. Und dann ist auch alles rein. Außer wenn man da eiskalt vorbeispringt. Jetzt hier festhalten, danke. Uff, was war aber gerade in letzter Sekunde, mein lieber Herr Gesangsverein. So, natürlich auch die beiden Schätze mitnehmen, ne? I mean, money, money, money. Das sind so drei Schätze, okay. Drei Schätze braucht das Land. Ich schätze allerhand. So, Ausgang ist offen, ist okay. Und da haben wir unser Siegel. Damit haben wir 4 von 6. 2 fehlen noch. Und ich weiß, dass definitiv 1 noch in Venedig ist. Das Geheimnis von Ravaldino abgeschlossen. Nach gerade mal gut 13 Minuten, ne? Ging jetzt also nicht so lange. Aus dem Grund würde ich sagen, ach, da hinten kommen wir raus, okay. Aus diesem Grund würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Botenquest und ein paar Attentatsmissionen, ne? Einfach um so ein bisschen die Folge noch zu füllen. Weil storybedingt wüsste ich jetzt nicht, ob es sich auch was lohnt anzufangen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen machen wir jetzt den Kurierauftrag. Jo. Na, 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 na. Na, 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 na. Hallo Kumpel, du hast für mich den Job. Könntet ihr das für mich überbringen? Es muss schnell gehen, aber es gibt eine Belohnung. Von mir aus, wir bringen diesen Brief einem Bauern in der Romagna. Messer. Hiermit möchte ich euch informieren, dass ihr euch innerhalb eines Monats im Palazzo Comunale zu melden habt. Ich habe Nachrichten von euren Nachbarn erhalten, die andeuten, dass ihr einige von ihnen mit dem Schwert angegriffen haben und gar eine junge Frau, die euren Hof überquerte, geschändigt haben sollt. Nun, da es euer Land ist, ist das euer gutes Recht. Allerdings wird auch behauptet, dass ihr Verbrechen weder Gott und die Natur verübt haben sollt. Und diese Anschuldigungen wiegen weit schwerer. Solches Benehmen ist im Forli verboten. Wenn ihr euch der gegen euch erhobenen Anklagen nicht bewusst seid, lest Leviticus 18,23. Meldet euch bei uns, sonst wird es ein Kontingent der Wache euch verhaften. Herzlichst, Andrea Allegro. So, und wo ist der Typ? Da hinten. Bevor die Zeit abläuft. Ich hoffe,
hoffe einfach mal, dass ich über die Stadtmauern springen kann. Okay, da war keine Fehler. Komm ich irgendwo auf die Stadtmauern? Da hinten müssen, ne? Oh, hier ist Peter. Nehmen wir die mit. Bitteschön. Hau ab! Verschwinde von meinem Land! Na, na, ruhig, Bruder. Warum muss ich mich eigentlich mit allen vor die Prügel nochmal? So, der erste ist ausgenockt. Immer diese Dörfler hier. So, eine links, eine rechts. Nochmal zweimal links und rechts hier. Kopflos. Na gut. Ach, der wo? Du bist auch noch hier. Wollte sagen, irgendwas hat doch gefehlt. Die Last des Boten. Tja. Und ihm wird zur Last gelegt. Ich hätte an den Mast gesägt. Keine Ahnung. Es wird Zeit, dass wir mal bis unsere Füße bewegen. Bisschen Sport treiben und ein bisschen laufen gehen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht so der Läufer bin, sondern eher der Schwimmer. Aber das meine ich gerade auch ausnahmsweise ernst. Wenn ich Sport mache, ich bin eher so. Ich schwimme ganz gern. Schwimmen ist so eine schöne Aktivität. Bei Laufen. Ich wüsste nicht. Wie und also wie ja, aber nicht wohin und ne. Ja, ich meine, klar, es gibt ja auch keinen direkten Weg für oder keinen direkten Ziel, den man nacheifern muss. Einfach laufen, aber das ist nicht meins. Das ist mein Geläuf. Hier kann ich jeden abhängen, aber ein kleines Vögelchen zwitscherte mir, dass ihr gut seid. Könnt ihr es beweisen? Ich kann es versuchen, mein Freund. Ruhr Magna hat's. Ich hab euch auf den Dächern laufen sehen. Und ich bin sicher, dass ihr meinen Rekord nicht schlagen könnt. 30 Checkpoints in knapp 4 Minuten. Oder ein bisschen mehr als 4 Minuten. Ich hoffe, das Rennen ist nicht ganz so knapp wie in Venedig. Weil Venedig war ja vor 2 Folgen, 3 Folgen, das war ein Übel. Da schäme ich mich bis heute noch. Dafür schäme ich mich bis heute noch. Ah ja. Auch versuchen wir es. Ich hätte vielleicht einfach ins Wasser springen sollen. Oh, da drüben ist noch ein Fehler. Kann ich mal markieren, wo ich ungefähr bin? Ungefähr. Da. Ja, war nicht bei oben, ne? Scheiße. Hallo. Hallo? Jetzt hier? Er hat sich abgehängt. Schön. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Kamera weiß ja, aber ich selber kann mich nicht bewegen. Gut, wir werden einfach das Rennen neu starten.
Das ist jetzt uncool. Da willst du einmal hochklettern und dann hängt er sich da fester. So, Opa. Das ist mein Geläuf. Hier kann ich jeden abhängen, aber ein kleines Vögelchen zwitscherte mir, dass ihr gut seid. Könnt ihr es beweisen? At least I could try. Again. Hat er wenigstens meine Markierung gemerkt? Naja, aber die war irgendwo hier an der Ecke. Irgendwo da. Gut, auf ein neues. Es war ja bis dato nicht ganz so schwer. Mal 4 Minuten 20, 30 Checkpoints. Muss ich so knapp 8 ungefähr pro Minute schaffen. Sogar weniger als 8. Naja, mit ein bisschen Lücken und Tücken, aber sonst geht's ganz gut. Ich glaube, das Runterfallen wird definitiv schneller. Da. Irgendwie ist Ezio heute mit Klettern nicht ganz so bewandert. Aber es sieht ganz gut aus aktuell. Ezio, danke sehr. Naja. Da. Ah ja, bin schon unten. Ihr wart mal ab. Verzeihen, danke schön. Aber da die Wand hoch. Okay. Das sieht ja gut aus. Wir haben schon über die Hälfte auf jeden Fall und die Hälfte der Zeit auch nicht mal erreicht. Es dürfte gut sein, auf jeden Fall. Zurück zum Startrennen. Achso, jetzt sind wir quasi eine Runde rum. Okay. Naja. Klappt doch ganz gut. Da. Ich mag einfach die Musik. Assassin's Creed Musik ist einfach richtig godlike. Ich kann jedem den Assassin's Creed 2 Soundtrack wirklich empfehlen. Ohne Witz. Der Soundtrack ist einfach... Da. Und nur noch einer. Und wir haben es geschafft. Ach, schön. So, dann machen wir die Attentatsmission noch hier. Weil die gerade in der Nähe ist. Und in der nächsten Folge geht es denn weiter mit der Story-Mission, würde ich sagen. Aber nicht mehr lange und wir sind definitiv durch mit Assassin's Creed 2. Na, da ist das Ding. Okay. Die Reihen lichten. Unsere Feinde patrouillieren in Forli und ich fürchte, dass sie sich bald erheben und Florenz angreifen werden. Ich will, dass ihr einige von Girolamus Riarius Männern aus der Stadtwache tötet. Das verschafft uns hoffentlich etwas mehr Zeit. Lorenzo. Die 6 Wachen töten. Ja, dann machen wir das eben noch ganz schnell. Es heißt töten. Ich darf also auch bemerkt werden.
Zumindest steht er nicht unbemerkt. Deswegen gehe ich von aus, dass das doch ziemlich fein sein dürfte. Ach, genau der hat sich dazwischen gedrängelt. Scheiße. Kann ich die Chance noch kriegen? Gut, dankeschön. Das Geld habe ich trotzdem. Sehr gut. Nebenbei noch 1500 machen. Wenn es meinem wirklichen Leben so einfach gehen würde. Ach, wäre das schön. Wie ihr drei? Da waren es bloß noch zwei. Oh, da waren es zwei weniger, besser gesagt. Ich meine, gut, es ist vielleicht ein bisschen verwerflich, die Stadtwache zu töten, aber. Irgendwo waren noch hier noch. Könnten es, glaube ich, meine Fehler gewesen, ne? Nee, meine Feder war auf der Seite, da drüben irgendwo. Ja, da hinten ist die Feder irgendwo. Naja. Die sammeln wir auch noch gleich ein. Ja, ja, versuch's doch. Ich glaube nicht, dass du mich töten kannst. Ich bin sowohl im Können als auch im Rang über dir. Ja, halt, das war Alter hier. Da waren es bloß noch drei. Aber wo kann ich stehen? Klappt das? Da waren es bloß noch vier. Die tot waren. Wo sind? Und im Endeffekt noch zwei über. Yay! Na, 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 na. Ja, tschüss. Übrigens, die Folge kommt, wenn sie hochgeladen ist, am 17. Dezember. Sprich, Samstag. Am letzten Samstag vor Weihnachten. Sprich, in einer Woche, denn in 7 Tagen ist denn auch schon Heiligabend. Und ja, bis dahin werde ich noch 2 Folgen machen, definitiv. Also, ich überlege gerade mal. 17, 19, 21... Am 25. ist unser erster, der erste Part wieder vom Nachweihnachtsfest. Nummer 5. Hallo? Haut doch nicht ab, wenn ich töten will. Himmel, Arsch und Wolkenbrüchle. So. Haben wir 2500 Flüsse gemacht. Sehr schön. Jetzt nehme ich hier noch meine Feder mit. Die da, da ist er. Freundlichkeit, ja. Von mir? Nein. Von mir gibt es keine Freundlichkeit. Von mir gibt es Hiebe. Und wir haben schon wieder 26.000 in der Truhe. Das geht so rasant schnell mit dem Geld, aber so. Und eine Feder mehr. So. Oh, da ist noch ein Rind. Ja, das machen wir heute nicht mehr. So, dann sage ich danke fürs dabei sein. Wir beenden den Part jetzt schon mal. Ich meine, das sind noch 2 Minuten bis zum Partende. Also, was soll's. Ich sage Dankeschön fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und... Ciao, ciao.